Ja, hallo, Tag auch. Willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir was Feines. Ein Schmortopf, natürlich, im Dutch Oven. Und da brauchen wir ein bisschen was für. Das hier ist eine Putenoberkeule. Da war noch ein Knochen drin, da habe ich rausgeschnitten. Das ist ein Nackenbraten. Hinten haben wir ein bisschen Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Knoblauchgewürz. Ein Malzbier. Welches ihr da nehmt, ist eigentlich völlig egal. Ich habe hier Karamalz genommen. Schleichwerbung. Ja, und wir brauchen Obst und Gemüse, weil das passt hervorragend in die Jahreszeit. Und, na klar, ein bisschen Küchengarn, weil wir die Putenoberkeule noch binden müssen. Dann brauchen wir hier ein paar Lorbeerblätter, kleine Zwiebeln und nicht zu große Äpfelchen. Die dürfen ruhig ein bisschen süß sein. Okay, soweit dazu. Legen wir los. Fangen mit dem Fleisch an. Welche Reihenfolge man da jetzt nimmt, ist völlig egal. Aber ich fange jetzt hier mit dem Fleisch an. Als erstes die Putenoberkeule. Die würze ich schon mal ordentlich von innen. Dann ja, drehe ich sie oder rolle ich sie zusammen. Guck nochmal, ob da irgendwelches loses Gezuppel ist, was wir nicht brauchen. Sieht aber ganz gut aus. Also zusammenrollen und dann schnappe ich mir nochmal das Gewürz und würze die Putenoberkeule auch nochmal von außen schön kräftig mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch. Ihr könnt natürlich würzen, wie ihr möchtet, aber wir kriegen sehr viel Würze durch die Zwiebeln, die Äpfel, Lorbeerblätter, Gemüsebrühe und natürlich das Malzbier. Und da muss wirklich nicht mehr sein. Gut, ich wickel die hier mal ganz schnell zusammen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, darum kann ich das ganz gut und schnell. Und dann geht der Nackenbraten an den Start. Ja, da ist er auch schon. Der Nacken, den lasse ich so, wie er ist. Der hat keinen Knochen mehr. Auch das Fett außen, das lasse ich alles dran. Das ja, geht sowieso im Dutch Oven alles verloren. Der wird kräftig gewürzt. Und weil ich heute den Ultimate Dutch Oven nehme, vielleicht erinnert ihr euch, da ist so ein schöner Dom drin, muss ich den Braten leider einmal in der Mitte durchschneiden. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch, ist auch nicht weiter schlimm. Aber sonst passt er da nicht rein. Ihr werdet das gleich sehen. Sieht ja nicht herrlich aus, der Ultimate Dutch Oven. Den gibt es übrigens von Camp Chef. Kann ich nur empfehlen, ist meine Lieblingsmarke. Dieses obere Rost, das brauche ich nicht bei diesem Gericht. Darum nehme ich das mal raus, lege es zur Seite. Jetzt schnappe ich mir das Fleisch und ja, lege das da einfach locker rein. Ihr seht, wegen dem Dom ja, musste ich das halt schneiden, sonst hätte es nicht reingepasst. In einem normalen Dutch Oven braucht ihr das nicht tun. Hier habe ich jetzt allerdings den Vorteil, dass ich eine schönere Oberhitze bekomme. Weil eben durch den Dom, ihr seht da die Löcher, drinne, die Hitze von den Kohlen, die unter dem Topf liegen, schön in den Topf hineinziehen kann. Ich hatte schon mal gemacht, man könnte auch räuchern. Aber nicht bei diesem Gericht. Okay, ja, da zieht die Hitze rein in den Topf. Der ist jetzt erstmal mit Fleisch belegt. Jetzt geht es weiter mit dem lästigen Thema Gemüse und Obst schneiden. Die Äpfel habe ich einmal gründlich gewaschen und die halbiere ich. Oder wenn die Äpfel zu groß sind, könnt ihr die auch vierteln und die dann einfach locker um und auf dem Fleisch verteilen. Mit den Äpfeln müsst ihr auch nichts weiter tun. Das heißt also, das Kerngehäuse, das darf alles drinnen bleiben, weil später geben wir den Sud durch ein Sieb in einen Topf und kochen da noch eine leckere Soße draus. Von daher alles rein, nicht weiter drüber nachdenken. Jetzt die Zwiebeln, die halbiere ich einfach nur und ja, verteile die auch ums Fleisch herum. Ich lege auch ein paar noch unten drunter und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Ist doch schon mal ein netter Anblick. Jetzt fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel die Lorbeerblätter, die müssen wir da jetzt auch noch drin verteilen. Auch einfach gleichmäßig unter das Fleisch zwischen Obst und Gemüse. Und das gießen wir dann gleich auf mit der Gemüsebrühe und natürlich dem Malzbier.
Man kann alternativ zum Malzbier natürlich auch ein Schwarzbier benutzen, aber das Malzbier, das passt geschmacklich ganz gut. Dieser malzige, süße Geschmack, der da noch in die Soße kommt, ist einfach ein Kracher. Darum, ich empfehle Malzbier. Welches Malzbier? Völlig Schnuppe. Hauptsache euer Lieblingsmalzbier. So, noch ein bisschen schön machen, putzen, Deckel drauf und dann geht's ab nach draußen. Das war's eigentlich schon. Ja, und für alle, die es genau wissen wollen, dieser Ultimate Dutch Oven hat 14 Zoll und ich möchte gerne eine Temperatur von 180 bis 190 Grad im Topf haben. Und dazu, dazu lege ich ungefähr 10 Kohlen unter den Topf und 20 Kohlen auf den Topf. Was ich aber jetzt gerade feststellen muss, ist, ich habe zu wenig Kohlen heiß gemacht. Also, okay, hat sich schon erledigt. Ja, das ist jetzt so gute 1,5, anderthalb Stunden später. Da gucken wir doch einfach mal rein. Spielen wir mal den Topfgucker. Ja, sieht doch schon ganz nett aus. Und durch die schöne Oberhitze schaut mal das Fleisch und die Haut der Pute. Das ist klasse. Und ja, wie immer, wenn wir was im Dutch Oven machen, herrlicher Geruch. Ja, das Fleisch braucht noch ein bisschen, ist aber schon recht zart. Und ja, Deckel zu und dann gucken wir gleich zum Ende noch mal rein. Da sind wir auch schon. Alles fertig. Und jetzt genießt diesen Anblick. Das ist pures Dutch Oven Glück. Ja, insgesamt hat der Topf so 2 Stunden vor sich hingebrodelt. Das Fleisch ist super zart geworden und eine schöne knusprige Kruste, vor allen Dingen die Haut der Pute, also ganz toll. Was ich jetzt mache ist, ich nehme jetzt das Fleisch und das ganze Gemüse, die Zwiebeln und die Äpfel, nehme ich raus, lege die da hinten in so eine Bräterform und stelle das Ganze erstmal warm, bis wir mit der Soße fertig sind. Die Soße, die wird recht einfach gemacht. Ich gieße einfach, wie eben schon gesagt, den Sud aus dem Topf in einen anderen Topf, bringe das Ganze ordentlich zum Kochen, eventuell, um es einzudicken, ein bisschen Speisestärke dazu und dann haben wir auch schon eine herrliche Soße. Ach, ich könnte schon wieder essen, Leute. Ja, Soße herrlich einreduziert, ein bisschen, wie gesagt, mit Stärke, hallo Nick, ein bisschen mit Stärke eingedickt das Ganze. Und jetzt schneide ich das Fleisch in mundgerechte Stücke, also in Scheibchen. Und das geht wieder zurück in den Topf. Und sobald die Salzkartoffeln, die da hinten auf dem Herd vor sich hinkochen, fertig sind, wird das Ganze schön auf dem Teller oder auf dem Tisch, im Topf oder wie ihr es mögt, angerichtet und dann wird gegessen. Das Ganze reicht ungefähr für 4-5 Personen. Ja, schaut klasse aus. Okay, wie gesagt, alles in den Topf und dann wird gegessen. Und ich habe heute auch ein richtig klasse Tellerbild für euch. Ich habe geübt, denn ich habe eigentlich gar keins. Ich habe es vergessen. Wir haben gegessen und ich habe das Tellerbild vergessen. Nächstes Mal gibt es wieder eins. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und das Rezept wird von euch mal nachgekocht. Dann würde ich sagen, gebt mir ein Abo, liked meinen Kanal, einen tollen Kommentar und denkt an euren Nachbarn, falls er noch nicht weiß, dass ich gute Videos mache. Köfter könnt ihr ihm das ruhig sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Jelly.